Alk. Hallo und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi und hier sieht man jetzt den Zugang hoch zum Hafenort sehr gut. An dieser Stelle soll es weitergehen. Da muss nämlich dann noch der richtige Zugang, vielleicht noch ein kleines Tor zum Hafenort gebaut werden, damit das wieder ein stimmiges Bild ergibt. Ich schieß da mal los und ihr dürft mit dabei sein. Wenn ihr da gerade reinguckt, also hier in dieser Stelle, da ist hier noch eine Lücke. Da fangen wir am besten gleich an, also hier noch ein bisschen ausgestalten, dass die Noppen da wegkommen, dass das alles besser ausschaut. Dann hier in diesem kleinen Graben, sage ich es mal, der da drin ist, den werden wir jetzt auch noch dann ausfüllen oder ein bisschen besser gestalten. Und dann kommt hier an dieser Stelle, wo halt noch leer ist, es ist schon angerichtet, da kommt dann eben der Zugang, so ein kleines Tor noch hin, der dann in den Hafenort dann hier dann reingeht. Also, ich lege dann mal los und mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, ein bisschen Grünzeug verlegen kann viel ausmachen. Also, da reichen ein, zwei grüne Sachen und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und dann ist die Lücke auch gestopft. Und ja, es soll ja auch viel Grün hin. Hier haben wir jetzt den Gehweg, der hat 12 Noppen Breite, dann einen für die Mauer rechts und links so rum, dann sind wir bei 14. Das heißt, wenn wir uns die Grundplatte hier jetzt angucken, dann sollten wir bei 14 Breite das anfangen zu bauen und das ist dann das nächste Vorgehen. Wie beim letzten Mal erstmal mit ein paar Steinen probieren, wie die Grundfläche aussehen soll. Und dann gucke ich gleich mal wegen dem Muster, welche Fassade man hernehmen könnte. Wieder das Weiße, damit es wieder mit den anderen vorderen Mauern auch zusammenpasst. Auch wieder von der Höhe her gucken, dass das wieder einigermaßen ein stimmiges Bild gibt. Ja, bis dann letztendlich das Bild da ist, wie es sein soll, das dauert immer eine Weile. Man probiert halt immer hin und her und her und hin. Dann hintenrum mit Mauersteinen das durchsetzen, dass das wieder auch vorne schön durchguckt, dieses Mauerwerk. Schon mal gleich oben gucken, welche Platten drauf passen. Und dann geht das mit dem Gemauere einfach weiter. Ja, letztendlich kommen dann die Seiten fest hin, auch wieder mit Mauersteinen und normalen Steinen gemischt. So, jetzt müssten noch ein paar Sondersteine noch mit rein, damit man da noch was, zum Beispiel Pflanzenzeugs mit anbauen kann. Und schon sieht das Gebilde so aus, wenn es fertig ist. Also auf diesem Modul ist das schon fest dann integriert. Unten drunter hohl. Aber es lässt sich reinschieben und wieder rausschieben, dass das auch schön stimmig ist. Dass wenn man die Module zusammenbaut, dann nicht ewig lang rumfriemeln muss, sondern einfach reinschieben und Feierabend. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist obendrauf, der Weg muss gepflastert werden. Also fange ich hier mal an zu pflastern. Natürlich im selben Muster wie der Aufgang selber auch. Also wieder diese grauen Barren, dass das wieder zusammenpasst. Wie aus einem Guss natürlich. Und ja, das ist wieder Fingerarbeit, das dauert lang und tut weh, aber das Bild letztendlich, wenn es dann fertig ist, das ist dann der Lohn der Arbeit, wenn es dann wieder gut aussieht. So ist das dann fertig, wie gesagt, rein und rausschieben, das geht. Und dann fehlen eigentlich nur noch, wenn man sich das so anschaut, oben die Mauern ringsherum, dass das wieder passt. Auf der einen Seite kommt natürlich keine Mauer hin, weil das ist ja dann der Zugang zum Ort. Aber vorne rum und an den Seiten sollte das natürlich abschließend sein. Dann gucken wir, was wir da an Steinen übrig haben und pflastern mal, was heißt pflastern, mauern mal drauf los.
immer in Abständen mit diesen Sondersteinen, wo halt die Noppen an der Seite auch sind. Und dann kann man da Verblendungen dran machen. Das ist auch eigentlich mein Ziel gewesen, dass man das, was ich vorher schon mal hatte, auch wieder hier aufgreifen kann. Diese weiße Verblendung und die Mauersteine natürlich dann nach innen gerichtet, so dass man, wenn man von innen schaut, da dann auch das Mauerwerk zu sehen ist. Und dann hat man eine schöne Verblendung in weiß. Innen drin ist es grau. Und dann kommen obendrauf noch natürlich die abschließenden Steine, damit das wieder auch wieder einheitlich ausschaut. Obendrauf natürlich auch wieder mit den weißen Fliesen, den weißen Flat Tiles obendrauf, dass das ja wieder schön und glatt aussieht. Letztendlich entscheidet ja auch der gesamte Look, und wenn man das dann fertig gefliest hat, dann denke ich mal, sieht das doch gar nicht mal so übel aus. Es ist ein schöner Auf- und Abgang hier. Und an der Seite vielleicht noch, wo man eine Pflanze dran machen kann, kann man alles dann entsprechend gestalten. So, das ist das Gesamtkunstwerk. Kann sich sehen lassen, finde ich. Passt perfekt zu dem anderen mit dazu und auch eben zu den anderen Mauern in der Stadt, dass das ringsherum ein einheitliches Bild ergibt. Natürlich immer wieder mit verschiedenen Modulen. Und ja, das sieht gut aus. Da kann man wirklich rauf und runter fahren. Und was heißt fahren oder laufen, je nachdem wie man will. Aber es passt perfekt. Es ist wieder soweit. Ich danke fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Bleibt mir gewogen. Ciao.